Hallo zusammen, heute geht es um einen richtig schicken Staubsaugerroboter und zwar den von Trifo, die Lucy. Und die Lucy hat eine Besonderheit, die meisten Staubsaugerroboter heutzutage, die funktionieren mit einem LiDAR-Sensor, also mit einem kleinen Lasersensor, der dann den Raum abtastet. Die hier nicht, die macht das mit einer Kamera und es gibt noch andere, die das per Kamera machen. Ich dachte bisher immer, Laser ist cooler. Heute lasse ich mich vielleicht mal eines Besseren belehren. Und wie ihr wisst, ich habe einen Hund, dadurch muss ich ein bisschen öfter saugen. Jetzt ist Herbst, gleich bekommt ihr Winterfell. Und daher schauen wir mal, wie gut sich der Trifo Lucy jetzt hier im Test schlagen wird. Aber erstmal schauen wir rein, was da so drin ist. Also Verpackung finde ich schon mal schick und das Design wirkt sehr, sehr edel. Leica ist auch mit am Start, guckt gleich ihren neuen Freund an. Hier ist die Bedienungsanleitung drin. Die brauchen wir vermutlich erstmal nicht. Dann haben wir hier den Kollegen. So, hier ist noch eine kleine Transportsicherung verbaut. Unter diesem Deckel hier findet ihr den Staubbehälter. Hier oben habt ihr eben zwei Knöpfe, einmal zum an die Ladestation schicken und einmal zum Einschalten. Dann haben wir hier den Staubbehälter. Zum Reinigen ist der nicht ganz so geschickt, weil der hier so eine Kante hat. Das ist aber bei meinem 360 S7, den ich bisher habe, genau gleich. Funktioniert aber trotzdem. Hier können wir nochmal resetten und das hier habe ich an einem Staubsaugerroboter ehrlich gesagt noch nie gesehen. Hier kann man ein Handy aufladen, was auch immer das für eine Funktion haben soll. Der Wischaufsatz kann hier mit Wasser gefüllt werden und wie die meisten Staubsaugerroboter hat er keine Funktion, um seinen Popo zu heben. Der zieht den dann einfach hinterher. Hier hinten ist die Bürste, die kann einfach entnommen werden. Und wenn man die mal reinigen muss, das finde ich persönlich ziemlich praktisch und ist auch gar nicht schlecht gelöst. Dann haben wir eine Bürste. Es gibt auch Saugroboter mit zwei Bürsten. Mein bisheriger hat auch nur eine Bürste und ich muss sagen, das funktioniert echt gut. Ich habe die zweite Bürste noch nie vermisst. Der Wischmopp, der optional unten dran gesetzt werden kann, der hält mit Klettverschlüssen und ihr könnt hier Wasser einfüllen und er zieht ihn dann einfach hinter sich her. Es gibt hier noch so ein paar Nachfülltücher, die ihr dann eben austauschen könnt. Das finde ich okay. Wie gut sich das mit der Klettlösung hier dann auf Dauer bewähren wird, das werden wir noch sehen. Wenn das hier mal irgendwie staubig wird oder so oder ob das dann noch richtig hält. Aber da schauen wir einfach mal. Die Ladestation hat hier unten eine Klappe, wo dann eben das überschüssige Kabel hier aufgeräumt werden kann. Und hier muss ich ehrlicherweise sagen, hätte man dieses Kabel jetzt nicht einfach auch schwarz machen können, weil der Staubsauger echt richtig schick ist. Aber das weiße Kabel, das sticht da schon ein bisschen raus. Nichtsdestotrotz, wir verbinden den mal mit Strom. So, zum Einrichten öffnen wir einfach hier die Trifo-App und suchen uns dann hier die Lucy raus. Dann sollen wir die Ladetaste für 5 Sekunden gedrückt halten. Let's connect me to your home Wi-Fi. Please follow the instructions on the app and use my camera to scan the QR code. Also WLAN-Daten rein und dann nutzen wir die Kamera, um I scanned the QR code. Connecting now. QR-Code zum Scannen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob das jetzt geklappt hat oder nicht. Ich habe mir da jetzt irgendwie noch eine Bestätigung erwartet. I'm connected to your Wi-Fi network. Charging. So, das hat gut funktioniert. Und jetzt können wir dem Ganzen noch einen Namen geben. Ich finde eigentlich Lucy als Namen richtig cool. Drum nennen wir die Lucy doch einfach Lucy. Wie kreativ. Und es gibt ein Update. Immer her damit. So, inzwischen habe ich die Lucy schon ein paar Mal hier in der Wohnung rumfahren lassen, um auch schon mal selber einen ersten Eindruck davon zu bekommen, was die denn so kann und wie die sich so verhält. Und ganz cool ist, sie erkennt Socken und auch Steckdosen eben über die integrierte KI und anhand vom Videomaterial, das sie eben aufzeichnet. Das gefällt mir richtig gut. Ihr könnt hier unten dann auch eben einzelne Zimmer reinigen lassen. Die App erkennt automatisch, ihr seht es hier an den Farben, was einzelne Zimmer sind und müsst die oder ihr könnt die dann hier bei der Zimmerreinigung dann auswählen. Und wenn ihr in die Kartenverwaltung geht, dann könnt ihr den Zimmern eben dann auch noch Namen verpassen und hier einfach festlegen, ob das jetzt ein Schlafzimmer und Wohnzimmer ist und speichern. Außerdem habt ihr dann die Möglichkeit, No-Go-Zonen festzulegen, wo eben nicht gereinigt werden soll. Ihr könnt virtuelle Wände reinziehen oder einfach einen Reinigungsbereich auswählen, wo gereinigt werden soll. Eine, wie ich finde, ganz coole Funktion ist die manuelle Steuerung. Und hier könnt ihr jetzt eben die Lucy mit Cursor-Tasten einfach lenken und steuern. Wie stark die Lucy eben reinigen soll, könnt ihr einfach hier einstellen. Und witzigerweise haben die sich dann hier ein paar coole Namen ausgedacht, wie Bußgelder aufräumen, Staub aufräumen, Haare aufräumen oder auf Teppich aufräumen.
Und entsprechend wird dann eben der Sauger lauter oder leiser. Hat aber wirklich eine ordentliche Saugleistung, das schauen wir uns auch gleich noch an. Ihr könnt euch eben auch während des Saugens anschauen, was die Lucy gerade so sieht. Hier in den Einstellungen könnt ihr eben noch einstellen, wie stark der Boost sein soll, wenn sie über Teppich fährt. Das erkennt sie dann automatisch. Ein Vorteil von der Lucy ist eben, dass sie keinen Turm oben drauf hat, wie bei den LIDAR-Robotern. Und daher kann man eben dann auch auswählen, dass sie unter besonders niedrigen Dingen durchfahren soll. Selbst wenn das aus ist, fährt sie bei mir unter das Sofa. Das ist dann wohl, wenn es richtig, richtig eng wird. Ich habe es bei mir bisher ausgeschaltet und hat ganz gut funktioniert. Unter Wartung seht ihr dann immer noch, wie viel die gelaufen ist, wie viel quasi noch Restzeit verbleibt, bis die Abnutzung wahrscheinlich zu groß ist und ihr das Teil dann ersetzen solltet. Was mir in der App noch fehlt, ist eine Funktion, dass ich es teilen kann. Dass eben zum Beispiel meine Partnerin auch die Lucy steuern kann, ohne eben meine App zu brauchen. Also mein Fazit zum Trifu: Ich finde ihn echt cool, vor allem auch, dass man ihn eben manuell steuern kann, wie so ein ferngesteuertes Auto. Ist ein nettes Feature und auch, dass die Kamera halt integriert ist und ich quasi ein Live-Bild habe von dem Gerät, wo es gerade durch die Gegend scheppert. Und was ich jetzt bei dem total wenig hatte, war irgendwie, dass er sich, oder ich hatte es ehrlich gesagt überhaupt nicht, dass er sich irgendwo festgefahren hat. Das fand ich cool, also das gefällt mir besser wie bei meinem anderen Staubsaugerroboter, der eben mit einem LIDAR-Sensor arbeitet. Was mir jetzt nicht ganz so gut gefallen hat, setzen Sie mich wieder auf den Boden zurück. War der Mop. Der funktioniert zwar, aber ist im Vergleich zu anderen Mop-Haltern, ich würde mal sagen, nicht ganz so feucht. Also es ist cool, weil er natürlich dann trotzdem nochmal nachwischt und das sorgt natürlich auch immer für mehr Sauberkeit. Aber für meinen Geschmack dürfte er etwas feuchter sein. Egal, trotzdem wirklich ein spannender Sauger. Die Bürste, Sauger funktioniert hervorragend. Und man merkt ja auch, dass die Entwickler da Bock haben, an der Software eben zu arbeiten. Und da kommen ständig irgendwelche Updates. Und auch die, was der sprachlich so von sich gibt, das ist wirklich sehr, sehr gut. Die App ist gut übersetzt. Also das hat mir echt gefallen. Die Sache, dass man ihn noch nicht teilen kann, eben um Mitmenschen in der Familie das Staubsauger aktivieren zu ermöglichen. Das werde ich den Entwicklern auf jeden Fall mal rückmelden. Vielleicht kommt das dann ja noch irgendwann. Ansonsten wirklich feines Gerät. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du schaust beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin. Tschüss.